Vier Polizisten im Sand. Vier Polizisten, nennen wir sie Philipp, Michael, Alexandra und Danny, werden eines Tages von einem Verbrecher in der Wüste gefangen genommen. Sie werden bis zum Kopf im Sand eingegraben und tragen jeder einen Hut. Nimm mal bitte. Also, pass auf. Dann müssen wir uns beeilen, wir haben keine Zeit. Zwischen Alexandra und Danny befindet sich ein Felsen. Danny, die hier, Alexandra hier, Felsen dazwischen. Sie können sich nicht sehen. Alexandra blickt nur auf den Felsen, Michael kann nur Alexandra sehen. Philipp kann Michael und Alexandra sehen. Okay, das heißt, die müssen in dieser Reihenfolge liegen. Hier Michael, da Philipp. Keiner kann jedoch seinen eigenen Hut sehen. Der Verbrecher sagt, kann einer von euch seine eigene Hutfarbe nennen, so kommt ihr alle frei. Schafft es keiner oder rät einer falsch, werdet ihr alle getötet. Die Polizisten wissen, dass es genau zwei weiße und zwei schwarze Hüte gibt. Nach 5 Minuten löst einer das Rätsel und nennt seine eigene richtige Hutfarbe. Welcher Polizist war das und woher wusste er die Farbe seines Hutes? Ja, was ist das für ein kranker Typ? Wie kommt der auf so eine Scheiße? Denk nach, denk nach. Also, pass auf, David. Danny kann's nicht sein. Die guckt ja nur auf den Felsen. Alex genauso wenig. Die guckt auch auf den Felsen. Und Philipp sieht, dass Michael eine andere Hutfarbe als Alex hat. Und deshalb kann er nicht wissen, was er für eine Hutfarbe hat. Ja, das stimmt. Also mal ganz kurz, wenn jetzt Alex und Danny beide um den Felsen sehen können, dann können die beiden schon mal nicht sein, richtig? Richtig. Das heißt, letztendlich bleibt nur Michael übrig. Stimmt. Und Michael weiß es, weil... Das ist er wieder. Stamm. Hi, Danny. Nun aber schnell mit der Antwort her. Wer von den Figuren kann die Hutfarbe kennen? Ist nicht ganz einfach, das Rätsel, hm? Es muss Michael sein. Michael geht nämlich davon aus, wenn Philipp gesehen hätte, dass er und Alex die gleiche Hutfarbe hätten, dann hätte er auch gesagt, was er für eine Hutfarbe hat. Da er das nicht getan hat, ist Michael sich sicher, dass er eine andere Hutfarbe als Alex haben muss. Und das ist schwarz. Bravo! Ich wusste, dass du das Rätsel lösen wirst. So clever und so flink. Das ist meine Dani. Mingo, hör auf mit dem Scheiß. Wo ist Tine? Es ist so schön, meinen Namen aus deinem Mund zu hören. Du kommst deinem Ziel näher. Schon wieder aufgelegt. Okay, pass auf, wir rufen die Spusi und dann fahren wir wieder rein. Auf geht's. Komm. Gibt's was Neues? Leider nichts. Die Spurensicherung hat keinerlei Hinweise oder Spuren. Er hat eine Nachricht geschickt. Ich leg's rüber. Das ist Tine. Nur noch 75 Minuten. Tick, tack, tick, tack. Und er ruft gerade wieder an. Ja. Hi, Dani. Wir haben uns an alle deine Regeln gehalten. Sämtliche Rätsel gelöst. Warum tust du Tine das an? Damit du mir gut zuhörst, Danny. Dir geht's doch überhaupt nicht um Tine. Dir geht's doch einzig und allein um mich. Warum machen wir das nicht untereinander aus? Gute Idee. Unserem Wiedersehen steht nichts mehr im Weg. Ich muss nur noch ein paar Vorbereitungen treffen. Sag mir, was du brauchst. Ich leite hier alles in die Wege. Du bekommst alles, was du willst. Aber du musst mir verraten, wo Tine ist. Sonst sind mir die Hände gebunden. Das machst du wirklich gut, Danny. Aber jetzt nützt dir das nichts mehr. Also sei schön artig. Das würde ich auch deinen Kollegen empfehlen, sonst knallt's. Aufgelegt. Hier, er ist am Wassertor. Dort, wo ihr das erste Rätsel gelöst habt. Aber jetzt warte mal, das sieht doch hier nicht aus wie der Wasserturm. Guck mal hier die Holzvertäfelung. Und was ist das? Warte, ich mach's mal größer. Da steht noch was mit. Kleingarten? Das ist irgendwie eine Satzung oder eine Ordnung von einem Kleingartenverein. Irgendein Verein mit Ruh. Check mal, Ruh irgendwas. Ruh, das könnte Ruhe-Oase oder rundum glücklich sein. Ich check noch mal das erste Video ab. Vielleicht dein Name dort besser zu erkennen. Wir müssen los. Danny, warte doch mal. Es ist doch ganz offensichtlich, dass sich Winko nicht am selben Ort aufhält wie Tine. Deshalb hat sie auch diesen Zettel auf dem Schoß und deshalb sehen wir nicht den Originaltimer. Lass uns 3 Teams bilden. David, fahr du doch mit einem Team zu diesem Kleingartenverein Ruhr-Oase. Dann schicken wir noch ein Team zu dem anderen Kleingartenverein und du fährst zum Wasserturm, weil mit dir will er ja auch reden. Und nimm das SEK mit. So machen wir es los.
Team 1, Team 2, Position steht. Ja, das haben wir mit. Okay, vor. Ab euch. Scheiße, der sieht uns. Ihr haltet euch wohl für sehr clever. Aber ich warne euch. Sollte auch nur einer von euch netten Herren den Turm betreten, drücke ich auf den Knopf des Fernzünders und bumm. Wenn ihr mich davon abhalten wollt, schickt mir doch bitte, bitte die liebe Dani. Ich freue mich schon. Okay, der beobachtet jede unserer Bewegung. Das heißt Plan B. Ich gehe alleine rein. Alles klar. Hier ist der Funkstörer. Ivo hört auf Kanal 4 mit. Wie nah muss ich mit dem Störsender an ihn ran, um das Signal des Fernzünders zu stören? Das kann ich dir nicht so genau sagen. Je näher, desto besser. Ich werde dir auf jeden Fall ein Zeichen geben, wenn alles safe ist. Verstanden. Fertig. Okay, unser Zugriff erfolgt, sobald wir das Go kriegen, dass du nah genug dran bist, okay? Ich verlasse mich auf euch. Hey Dani, hier bin ich. Du hast dein Ziel fast erreicht. Komm. Zielperson ist oben. Ich gehe die Treppen hoch. Wo ist Tine? Tinchen? Tinchen geht es gut. Noch. Psch, langsam. Ich muss dich doch erst mal ansehen. Hm. Immer noch dieser zarte Duft von Honig. Du hast doch jetzt, was du wolltest. Ich bin hier. Du kannst Tine gehen lassen. Ich mach, was du willst, aber lass sie gehen. Das hört sich schon viel besser an. Ich habe mich so gedemütigt gefühlt. Jahrelang habe ich dir aus meiner Zelle geschrieben und nie, nie hast du geantwortet. Ich war so verliebt in dich. Dabei hast du das Spiel doch angefangen. Damals in der Verhörzelle, als du mein Geständnis wolltest. Aber jetzt mache ich die Spielregeln. Und ich sag auch, wann das Spiel vorbei ist. Weißt du? Ich hab wahnsinnig viel Spaß gehabt in den letzten Stunden. Und ich werde noch viel mehr Spaß haben, wenn du dich ganz langsam ausziehst. Und dann geht das Spiel erst richtig los. Der Deal ist folgender. Du kommst mit und tust, was ich sage. Und dann sag ich dir, wo Tinchen steckt. Okay. Ich sehe ein, wenn ich verloren habe. Du hast gewonnen. Safe. Du Schlampe, das wirst du bereuen. Sag auf Wiedersehen zu deiner Freundin. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du damit durchkommst, Vinko. Tine lebt. Wir haben den Sender gestört. Zugriff! Verdammt! Fahr, du Schlassen! Verdammt! Sicher! David, hi. Vingo ist gesichert. Wie weit seid ihr? Das dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Ja, ich komm zu euch. Wie viele Leute sind's noch? Das ist vorletzte Haus. Befinden sich auch, keine Sorge. Hier. Oh Gott, Tine! Oh, fuck! Wie geht's dir? Achtung. Mir geht's gut. Aber er hat mir dieses Ding, diese Bombe angelegt und hat gesagt, wenn ich aufstehe, geht sie hoch.
Nur noch 2 Minuten. Wir schaffen das. Wir holen dich hier raus. Ganz ruhig, Tine. Jungs, wir haben die Bombe hier. Ich brauche euch ganz schnell hier. Hausnummer 178. Der Timer zeigt noch 1 Minute 45. Oh mein Gott. Jungs, ich brauche euch hier und jetzt. Was ist los? Fuck. Was ist? Ich werde es nicht schaffen. Was? Was soll man denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Oh, Scheiße, ey. Ich entschärf das Ding. Bist du wahnsinnig? Das ist zu viel, wahrscheinlich, wie das funktioniert. Ich rufe jetzt einen Sprengstoffexperten an und der soll mir genau sagen, was wir tun sollen. Ich helfe dir. Oh, ein Werkzeug. Hast du mal ein Werkzeug? Komm schon, geh dran, geh dran. Schnell, schnell, schnell. Herr Scherer, Stamm hier. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen die Bombe entschärfen. Und Sie müssen mir genau sagen, was ich tun soll. Okay, okay, alles klar. Dann nicht mal einen Bücher. Konzentrieren Sie sich jetzt erst und machen genau das, was ich Ihnen sage, bitte. Okay. Zeigen Sie mir mal die Bombe. Muss jedes einzelne Detail erkennen können, bitte. Wir schaffen das. Herr Scherer ist der Beste. Okay. Frau Stamm, legen Sie mal den gelben Draht etwas frei, aber vorsichtig. Herr Scherer, schnell, wir haben noch ein paar Sekunden. Lassen Sie mir noch mal den Anschluss zum Timer, bitte. Hier. Ich bin noch 20. Okay. Ich glaube, es ist der grüne Draht. Sie glauben? Oh mein Gott. Ja, nehmen wir schnell durch. Uns bleibt nichts anderes übrig. Ja. Achtung! Alle bereit! Gott. Sprengstoffgürtel entschärft! Oh mein Gott. Sunny, es tut mir so leid. Ich war so dumm. Ich bin voll auf den Typen reingefallen. Warum? Was ist denn passiert? Ich bin in die Arbeit geradelt und da hat er mich abgefangen. Ich dachte, er hat einen Herzinfarkt und wollte helfen. Und naja, danach weiß ich nichts mehr. Tine, es tut mir so leid, dass du wegen meinem Job in so eine Situation gekommen bist. Das ist alles gut. Ich wusste ja, dass ich mich immer auf dich verlassen kann, Dani. Es ist vorbei, wir haben es geschafft.